schau einer, wir sind online. Okay, wir spielen heute noch mal ein Stündchen in Book of Heroes rein weiter und guck mal, wie es jetzt läuft. Und die Nessie ist wieder mit dabei. Hallo Nessie. Hallo. Und Nico lädt gerade noch das Spiel. Genau, aber ich bin trotzdem schon da. Genau. Ich bin da, das Spiel nicht. Mhm. Deswegen, ich laufe hier mal im Kreis. Ich habe jetzt meine andere Graumagierin angewählt, die genau das auch das Gleiche kann wie die andere Graumagierin. Aber das Interessante an ihr ist, sie hat hier eine Karte in ihrem Inventar, die ihr tatsächlich neue Zauber gibt, was eigentlich rein theoretisch schon ziemlich geil wäre. Und es fehlt ihr genau ein Abenteuerpunkt, um die freizuschalten. Und das heißt, ich hoffe, dass wir einen Dungeon hinter uns bringen können, um dann diese Karte zu bezahlen. Und dann kann ich Clarum Purum, also solltet ihr vergiftet werden, bleibt in meiner Nähe. Das ist sehr nützlich. Ab dem nächsten Abenteuer allerdings erst. Wir sind, glaube ich, noch nie vergiftet worden, oder? Doch. Ja? Durchfallen. Okay. Ja. Ah, richtig. Aber ja. War nicht so schlimm. Ich habe mir einen neuen Charakter erstellt, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es nützlicher, mit Pfeil und Bogen schießen zu können, statt mit der Armbrust, weil die nicht so super lange nachlädt und wir dann vielleicht doch ein bisschen mehr Chancen haben. Ja, die Nachladezeiten der Armbrust waren realistisch nervig. Mhm. So richtig schön DSA-ig. Kein Nico. Ja, das Spiel lädt immer noch bei mir. Solange können wir ein bisschen erzählen, was wir bisher gemacht haben in Book of Heroes. Wir haben es ja am Dienstag schon mal gestreamt für ein, zwei Stunden. Das Video ist jetzt auch zumindest der verwertbare Teil auf YouTube gelandet. Ja. Und wir haben vor ein paar Monaten schon mal ein Preview gebracht, wo wir erklären, was das eigentlich für ein Spiel ist. Das alles auf dem YouTube-Kanal für die zwei Leute, die das noch nicht wissen, die jetzt gerade zuhören. Bei mir hat sich der Ladebalken leider in einen Modus begeben, wo er sich nicht mehr bewegt. Ups. Das kann aber ein gutes Zeichen sein. Ich habe hier mal den Händler gezeigt, habe bei dem noch einen Heiltrank eingekauft. Und ja, also wir haben, wie viele? Wir haben, glaube ich, drei Dungeons angespielt und einen davon geschafft. Oder war es zwei, die wir geschafft haben? Irgendwie so im Schnitt war es. Wir haben einen Dungeon geschafft und den letzten Dungeon hätten wir fast geschafft. Mhm. Da ist Nico leider beim Verhandeln gescheitert. Ach, jetzt war ich's. Ja, und lass mich doch mal ausreden. Und ich bin dann beim Schleichen gescheitert. Also, es war ganz knapp. Mhm. Und dann sind wir alle beim Kämpfen gescheitert. Die Gegner waren einfach in der Überzahl. Ja, es waren auch vier, glaube ich. Oh Mann. Wenn man hier die Karten aufbessert, dann sieht man direkt tatsächlich die schönen Spalten von den von den Lernstufen A, B, C, D, E. Und ich kann sehen, wie schwierig es ist, den Clarum Purum zu steigern. Man kann gibt nämlich auch da die einzelnen. Schwierigkeitsgrade oder gibt es nur schwer, fragt Kauki Paule im Chat. Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad, meines Wissens nach. Tja. Es wäre schon witzig, wenn wir dann am Ende nach 5 Stunden spielen feststellen, dass wir es die ganze Zeit im Hardcore-Modus spielen. Ja, genau. Wobei bei DSA ist es immer der Hardcore-Modus. Ja, ja. Ich schau mal, ob du inzwischen... Nein, du wirst immer noch nicht angezeigt. Sag dir Bescheid, falls es geladen hat. Ansonsten starte ich vielleicht nochmal neu. Ich habe das Gefühl, es hat sich dabei ein wenig aufgehängt. Wenigstens, also diesmal war es nicht ich, ja. Das. Am Dienstag hat es bei mir 4-mal aufgehängt. Und deine Maus ist wieder mal sehr laut, wird im Chat angemerkt. Kannst du leiser klicken, Maggie? Nein. Wie soll ich leiser klicken? Wie? Gib dir doch mal ein bisschen mehr Mühe. Ein bisschen mehr Gefühl. Okay, ich klicke so vorsichtig, wie ich kann. Hat, glaube ich, auch nicht geholfen. Ich habe schon echt extra die leise Tastatur hier vor mich gelegt. Ich habe 2 Tastaturen an meinem Rechner angeschlossen. Eine zum Schreiben, die aber aufgrund der Tatsache, dass sie richtig schöne, sauber, knackige, mechanische Switches hat, halt klingt, als würde jemand Stepp tanzen. Vor allen Dingen bei der Geschwindigkeit, die ich mir antrainiert habe, damit ich meine Deadlines schaffe. Wie nochmal genau? Radetetetetetet. Danke.
Danke. Wollt ihr mal eine Mission ohne mich starten? Oh, ungerne. Das schaffen wir nie. Das ist noch eine gute Frage. Wie eskaliert das Spiel denn? Ich habe keine Ahnung. Wir können es ja mal probieren, ob wir eine Chance haben ohne dich. Weil ab dem Moment, wo du ja in einer Gruppe bist mit echten Spielern, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du auch keine Söldner mehr dazu holen, oder? Mhm. Das heißt, entweder kriegst du die Gruppe voll aus 4 Charakteren oder du hast ein Problem. Oder am Arsch die Räuber. Ja, ich kann dir mal schauen, was genau der Söldner sagt. Nee, der will nichts mit mir zu tun haben. Und wenn du Nessie jetzt mal wieder aus der Gruppe trittst? Warum sollte ich das? Ich will Nessie nicht aus der Gruppe treten. Oh, anderer Name 1 ist jetzt da. Nachdem er das Spiel abgebrochen hat. Okay, dann hat es mir das genau in dem Moment gezeigt, wo du wieder rausgegangen bist. Okay, Nessie, wollen wir uns mal versuchen? Das bin ich denn noch da? Nein. Ja, ich bin wieder weg, okay. Du bist wieder weg. Wir versuchen es. Eine Fernkämpferin und eine Magierin. Was ich kann auch auf Nahkampf switchen. Vielleicht versuche ich einfach für dich zu tanken und du machst Dinge aus der Ferne. Wir probieren es mal. Ich bin bereit. Ich kann euch ja moralisch unterstützen. So als Backseat-Gamer. Ich sehe ja im Stream auf Twitch immer, was ihr macht, mit massiver Verzögerung. Dann kann ich viel zu spät immer sagen, was ihr anders hättet machen sollen. Das ist super, Nico. Das klingt doch total nützlich, oder? Das ist richtig hilfreich. Ja, gut. Gut, dass wir dich haben. Ja, ich bin auch froh für euch, dass ihr mich habt. Es wurde gefragt, was es kosten wird, das Spiel. Ich weiß es nicht. Haben Sie sich jetzt auf einen Kostenpunkt geeinigt? Es hieß nur nicht Vollpreis. Du betrittst die Höhlen und tastest dich langsam also unter 50 voran, Euro. Bis sich deine Augen an aber auch mehr als 20 Euro, habe ich gehört. Je weiter du dich vorwagst, desto stärker riecht es nach Verwesung und Fäulnis. Du hast recht, ich glaube, das ist das, was wir gestern... Der Text kommt mir so bekannt vor. ...versucht haben. Außerdem hängt es bei mir direkt. Oh ja, bei mir auch. Ja, wir werden hier ja wahrscheinlich eh nicht lange überleben. Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Mhm. Habt ihr jetzt nochmal die gleiche Mission gestartet? Ja. Dirione, wo läufst du hin? Ich muss mich hier umschauen. Ich suche nach der Ursache einer Seuche. Es ist wichtig. Es ist zu gefährlich. Oh, da liegt jemand. Wollt ihr nicht vielleicht lieber wieder ins Wirtshaus zurückkehren und eine andere Quest annehmen, die ihr noch nicht kennt? Er ist tot, Jim. Macht das so einen großen Unterschied? Hm. Also nicht das Tod, sondern ob wir die Queste kennen oder nicht. Ich glaube, für unsere Zuschauer ist es spannender, wenn sie eine sehen, die wir ihnen noch nicht gezeigt haben. Also okay, wie brechen wir denn nur ab? So. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein verrücktes Konzept ist von mir, aber... Ich hoffe, ich kriege keine Minuspunkte dafür, hier Sessions abzubrechen. Das glaube ich nicht. Das wäre ja fies. Das glaube ich auch nicht. Negative Erfahrungspunkte bekommst du. Dein Abenteuer ist gescheitert. Ich drücke auf Weiter. Es ignoriert mich. Ich bin jetzt im Du bist tot Bildschirm gefangen, scheint mir. Dein Abenteuer ist gescheitert. Das Spiel wird gelöscht. Wir haben das Intro nie gezeigt, weil wir das gar nicht machen können technisch, ne? Kannst du kurz erklären, warum wir noch nie ein Intro gesehen haben? Es gibt nämlich eins, hat mich selber überrascht. Also, einer der Gründe, warum das Spiel mehrfach gecrashed ist bei mir, lag wohl daran, dass OBS schon offen war, also die Software, die wir verwenden, um zu streamen. Und es hat erst tatsächlich erfolgreich geladen, nachdem ich OBS ausgeschaltet und erst das Spiel gestartet habe. Das heißt aber, dass ich das Intro, das direkt kommt, wenn man das Spiel startet, nicht streamen kann, weil so schnell OBS wiederum dann nicht geladen hat. Wir können es nicht zeigen, aber es ist ein Buch, in dem umgeblättert wird und eine Stimme erzählt, was Aventurien ist. Es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwo im Menü zu sagen, zeig mir nochmal das Intro und erklär mir, was Aventurien ist. Dein toller Tipp, aus dem Abenteuer rauszugehen, hat dazu geführt, dass es sich aufgehängt hat. Es ist ja wieder klar, es ist wieder meine Schuld. Ja, nur weil ich versuche, hier den Content einigermaßen spannend zu gestalten, ist es wieder meine Schuld. Weiß doch, dass man kein Risiko eingehen darf bei diesem Spiel. So aus dem Konzept zu bringen. Ist das, wenn irgendwann das offizielle Lösungsbuch rauskommt, ist das der erste Satz, der da steht? Gehen Sie auf keinen Fall irgendwelche Risiken ein. Am besten starten Sie das Spiel nicht. Ah,
Verbindung verloren. Ja, ich musste aus der Gruppe auch jetzt rausgehen. Wir kriegen das schon noch hin. Das war ja am Dienstag genauso. Am Ende hat es funktioniert. Wir haben nur eine Stunde gebraucht. Und jetzt bietet es mir der Charakterauswahl aus, nur diesen Charakter zu löschen. Ah, okay. Jetzt. Ich lade übrigens das Spiel gerade nochmal neu. Ich habe es nochmal abgebrochen und neu gestartet. Hat bisher nichts gebracht. Okay, ich schalte den Nessie nochmal ein. Es ist ja nicht die fertige Version dieses Spiels, ja. Aber momentan muss man schon sagen, es ist doch etwas ressourcenhungriger, als es sein dürfte. Ja, bei dem, was es macht und der Grafik, könnte es ein bisschen sparsamer sein, ja. Ja. Und es scheint sich manchmal selbst. Ja. Es scheint sich manchmal selbst zu verwirren und dann in irgendwelchen endlosen Schleifen gefangen zu sein beim Laden von Dingen. Wie ist bei dir der Stand, Nico? Ich habe einen eingefrorenen Ladebildschirm, Maigi. Oh, sollen wir dann noch mal ein anderes Abenteuer angehen? Ja. Okay, wir haben zur Auswahl Goblins im Dungeon, Fallen und Banditen in Dungeon und Höhlen, Wald mit Banditen und Goblins. Ich glaube, richtig Dungeon hatten wir noch nicht. Dann würde ich also Dungeon und Goblins vorschlagen. Lass uns das ausprobieren. Okay. Wendel fragt, war das Spiel, wo man nur in der Taverne hängt und einzelne Missionen spielt? Yep. Hat aber Nico auch schon tippend beantwortet. Irgendjemand tippt sehr laut. Das bin ich. Entschuldigung. Okay. Vor dir liegt einer stummen Mahnung gleich das verfallene Tor zu den Tunneln. Lediglich die verrosteten Überreste der kunstvollen Schmiedearbeit erinnern noch an seine einstige Pracht. Okay. Jetzt zieren die schmutzigen Fußabdrücke der Goblins die Umgebung. Dirione, willst du vielleicht mal an der Tür horchen? Ich werde es versuchen. Update von mir, mein Ladebalken bewegt sich jetzt wieder. Ich starre hypnotisiert darauf, wie sich diese pixelige Animation im Kreis dreht. Jasmine, ich kann dich hören auf der anderen Seite. Es dürfte sicher sein. Willst du die Tür öffnen? Ja. Aha. Es erfreut mich ja tatsächlich, dass die Natur dies hier zurückerobert. Ich lausche mal an der Tür. Auch hier ist es still. Ich denke, keine Feinde. An dieser Tür ist es auch still. Welche wollen wir nehmen? Geradeaus oder? Wir sollten uns... Im Dungeon immer links, rechts, aber... Immer links? Dann immer öffne links. Ich die Tür. Oh, sieh nur, eine brennende Feuerschale. Jemand muss in letzter Zeit hier gewesen sein. Das ist so verlassen hier. Wenn ich mir diese Feuerschale genauer anschaue, ist es allerdings eine Lampe. Aha. Die schwaches Licht von sich gibt. Sehr schwach. Oh oh, Feindin. Pass auf, Jasmine. Es ist voller Goblins. Oh, ich werde dich beschützen. Aua. Armer Trutz, Schild und Schutz. Ich komme zu dir. Balsam Salabunde. Heile Wunde. Da kommt noch einer. Ich treffe den nicht, das flinke Biest. Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Nee, was? Los, greif ihn an, los. Oh nein. Ja. So viel dazu. Darf ich dir mitteilen, Nico? Zu zweit schaffen wir es nicht. Ich habe das verfolgt und ich habe gute Nachrichten für euch. Ich bin jetzt im Spiel. Ah, dann holen wir dich mal in die Gruppe. Vielleicht haben wir ja eine Chance, wenn wir... Da wir zu viert schon so eine tolle Performance abgeliefert haben am Dienstag, schaffen wir es mit Sicherheit zu dritt auch.
Warte, nein. Ich muss die Gruppe wieder verlassen, bevor ich dich reinnehmen kann. Ah. Dann geh aus der Gruppe mal raus und sprich mal den Söldner-Hoshi an, ob der uns dann vielleicht mal ein paar Söldner verkauft. Okay. Ich sehe dich auch immer noch nicht in meiner Freundesliste. Bist du vielleicht unsichtbar geschaltet? Nein, ich habe nichts verändert. Der will immer noch nicht mit mir reden. Der ist offensichtlich nicht bereit, mir jetzt Söldner mitzugeben. Auch wenn du allein unterwegs bist? Auch wenn ich allein unterwegs bin. Bei mir geht das. Wenn ich ihn anklicke, dann kann ich... Vielleicht, weil ich schon gesagt habe, ich hoste ein Spiel. Ja, wahrscheinlich. Kannst du da wieder rausgehen aus dem Modus, nur um das mal zu zeigen? Ja, kann ich. Gruppe verlassen. So, ohne Spiel zu hosten. Ja, jetzt kann ich Cordovan off Punin, Gagrim, Sanazandor und Kerlin Foxfur anheuern. Aber die verschwinden wahrscheinlich, sobald ich dann eine Gruppe aufmache. Aber ich kann es ja mal probieren. So, ich habe jetzt Cordovan von Punin angeheuert, einen Schwertgesellen. Ich sehe dich immer noch nicht, Nico. Ich bin im Spiel, ich schwör's dir. Hast du denn... Die Frage ist, hast du auch Freunde in Steam aktiv und sichtbar geschaltet? Weil das darüber Ich habe nichts daran verändert. Ich kann ja mal gucken, ob da sich von alleine irgendwas geändert hat, was ich noch einstellen muss. Und ich habe auch keinen Gefolgsmann mehr, sobald ich hoste. Tatsächlich lag es wohl daran. Jetzt müsstest du mich sehen. Ja. Sag ich doch. Du hast wie immer recht. Ich habe dir nur in diesem Fall recht. Hast du die Einladung gekriegt? Ja. Und? Ich versuche, der Gruppe beizutreten. Da, ich sehe dich, ich sehe dich. Hey, ein Rondra-Geweihter. Musstest du jetzt den Söldner wieder aus der Gruppe kicken, damit du Der ist automatisch verschwunden. Der ist automatisch verschwunden. Das heißt, entweder man spielt das mit den angeblich nicht so guten KI-Söldnern oder man kriegt wirklich die vier Leute zusammen für das Abenteuer, weil man es zu dritt wahrscheinlich auch nicht schafft. Richtig? Ja. Sieht fast so aus, ja. Oh, das erinnert mich an ein anderes Abenteuer. Vor dir liegt stummen Mahnung gleich das verfallene Tor zu den Tunneln. Lediglich die verrosteten Überreste der kunstvollen Schmiedearbeit erinnern noch an seine einstige Pracht. Jetzt zieren die schmutzigen Fußabdrücke der Goblins die Umgebung. Ich lausche mal. Es ist still auf der anderen Seite. Wenn es recht ist, öffne ich die Tür. Ich drehe die Tür ein. Oh, sehr gut. Oh. Dauert mir zu lange hier. Wart ihr schon mal hier? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe vage Erinnerungen, wie von einem Traum. Oh. Oh, ein Ork. Ein Ork? Aber wir haben hier nur mit Goblins gerechnet. Vorsicht, Ihre Gnaden. Der Schwarzfels. Buchschlag 5. Ah, wir sind nicht im Lager. Aha. Ja? Aha! War zu Boron. Zu nah für Fernkampf. Aha. Interessant. Ich glaube, ich habe noch nie mit meinem Buchschlag irgendwas gerissen. Ah! Das tut weh! Hinter mich! Geh zurück! Au! Verfehlt. Verflixt. Ich treffe gar nichts. Präziser Schuss. Mondstein, flieg und sieg. Ihre Gnaden, gebt dich auf. Das war überflüssig, euch zu sagen. Die Rione, pass auf.
Du blutest schon aus unzähligen Wunden. Immer wieder auf den Gegner zu klicken, aber ich mach's trotzdem. Ach, man muss nicht immer wieder draufklicken. Oh, ich habe mein persönliches Ziel erreicht. Ich schließe das Abenteuer ab und dann kriegt ihr weiter zu. Ich habe Orks erschlagen. Das war. Orks haben den oder das Schild meiner Familie gestohlen. Mit Rondras Hilfe haben wir es geschafft. Ach, es ist wie immer. Mich hat jetzt bereits schon meine magische Kraft verlassen. Hier ist ein Heiltrank. Mag jemand den Heiltrank haben? Ich habe ihn auf den Boden gelegt. Wenn das in Ordnung ist. Ich benötige keinen, vielen Dank. Aber ich werde als Magierin euch nicht mehr wirklich groß helfen können jetzt. Oder wir machen eine kurze Rast. Vielleicht lädt das deine Kräfte wieder auf. Das mit Sicherheit, wenn ich ein wenig mich der Meditation widmen kann. Aber im ersten Raum? Das ist schon peinlich. Es waren bestimmt 10 Orks. Mindestens. Ja, in der Größenordnung. Doch, stimmt, Chocolate Element, ich nehme das absolut ernst. Und der Ork war nicht tot offensichtlich, er hat sich totgestellt. Aber jetzt ist er tot. Es ist übrigens wunderbar, dass ich wirklich DSA-typisch, wenn ich meinen Zauber nicht schaffe, trotzdem ASP dafür bezahlen muss. Ja, natürlich. Die in diese sind, der Eckhund lacht mich aus. Ich mal ein bisschen ermutigen, oder? Ja. Ich ermutige mal unsere Magierin. Oh, das kann ich gebrauchen. Sogar Erfolg dabei. Ich weiß nicht, was du jetzt genau bekommst. Auf jeden Fall einen schönen leuchtenden Stern. Ja, das mit Sicherheit. Wollen wir weiter durch die nächste Tür? Hält 6 Minuten an, ja. Ich trete die Tür nach hinten, nach innen auf. Oh, die Orks haben hier aber eine schöne Tafel. Sie scheinen sie nicht wirklich zu schätzen, so sehr, wie sie zertrümmert haben. Oh, hier liegen Bücher. Ich weiß nicht warum, aber hier gibt es ein Buch, in dem Feiertage eingetragen sind. Also falls ihr wissen wollt, wann St. Gerions Tag ist. Ach, das kann man doch wirklich lesen? Nein. Im nächsten Raum ist eine seltsame Vorrichtung. Vielleicht sollten wir uns das mal angucken. Ich habe eine seltene uturische Zutat gefunden. Hier gibt es Kaffee. Was? Was bewirkt der Kaffee? Es sind nur Bohnen. Man müsste ihn erst zubereiten, alchemistisch. Wir haben ja darüber gesprochen letztes Mal, dass in den Büchern nichts drinsteht, beziehungsweise man sie nicht lesen kann. Und das ist ja eigentlich eine vertane Chance, wäre für mehr Lore-Vermittlung, ein bisschen Fluff. Hier sind sogar die Titel der Bücher verblasst. Und da wurde darauf hingewiesen in den YouTube-Kommentaren, dass man das doch an die Community auslagern könnte. Dass man über Mod-Tools dann doch einfach bitten könnte, Inhalte da reinzuschreiben. Und natürlich, wenn ein Buch die Geschichte von Xorlosh heißt, heißt das nicht, dass die gesamte Geschichte von Xorlosh da rein muss, sondern einfach eine Zusammenfassung von einer halben Seite würde schon reichen. Oder? Ja. Ich hoffe, dass das noch kommt irgendwann. So. Gut, Ihr sagtet, hier wäre eine seltsame Gerätschaft. Ja, schau doch. Yosemite hat was gefunden? Oh, hier ist Koschbasalt drin. Ich dreh da mal dran. Was soll schon passieren? Klirren von Ketten. Oh. Okay, das war sicher gut. Durch welchen Durchgang wollen wir gehen? Was ist, wenn man das nochmal macht? Oh, hier ist ein aventurischer Bote drin. Interessant. Oh, welche Ausgabe? Ich sammle die. Die Zahl ist leider verblasst. Das kann ich nicht sehen. Dann ist auch nichts mehr wert. Also, welche Gang? Hier? Den? Dann folgen wir euch. Vielleicht sollte ihr Gnaden vorgehen. Manchmal schieben wir uns ein bisschen aus dem Weg gegenseitig, ne? Ja. Oh, hier sind Ketten. Habt ihr diese Ketten? Dieses Gatter ist herabgelassen. Haben wir es zugemacht?
Mhm. Hier ist deine Druckplatte. Mag vielleicht jemand in den anderen Raum zurückgehen und noch einmal das Rad betreten? Ich mach das. Das war nicht machbar. Das war nicht möglich. Oh. Ich konnte es nicht betätigen. Oder? Ich kann das? Ja. Du kannst das. Ich kann das. Das Gatter ist immer noch unten. Vielleicht muss man gleichzeitig auf der Platte stehen? Vielleicht muss man durch die andere Tür gehen. Die Tür scheint verschlossen. Hm. Rätselhaft. Mhm. Ja, dann gehen wir doch hier aus diesem Raum Richtung Norden. Oder, wir gehen zurück. Die Rione Bellentor. Ich würde sagen, wir gehen hier nach Norden. Und erkunden Na gut, ihr seid offenbar die Anführerin dieser Gruppe. Ich kann euch jederzeit aus dieser Gruppe werfen. Ja, ich werde leider immer, ich klicke wohin und werde wieder zurückgeworfen. Das passiert mir immer wieder. Das passiert mir auch immer wieder. Die Kamera wirft mich zurück. Ja, meine Kamera huscht auch manchmal auf einmal irgendwie durch den Raum. Ein weiterer Saal mit weiteren Büchern. Was genau suchen wir eigentlich hier, Frau Bellentor? Den Anführer dieser Goblinbande, der vermutlich ein Ork sein wird. Uns wurde gesagt, hier ist eine Goblinbande. Ich glaube, hier geht es wieder nach draußen. Ja, das scheint mir ein Ausgang zu sein. Dann sehen wir uns doch gegenüber um. Das hier ist ein Ausgang? Tatsächlich. Oh, hier liegen Skelette. Gruselig. Ich kann nicht sagen, woran diese Menschen gestorben sind. Ich lausche mal an dieser Tür. Ich höre Geräusche aus dem anderen Raum. Ihre Gnaden, vielleicht solltet ihr vorgehen. Ja, natürlich. Orks, Angriff! Ork-Veteran. Ich denke, er könnte der Anführer sein. Anführer der Goblins ist ein Ork. Nun ja. Ein Ork hat sich sicherlich anderen den Goblins gegenüber durchsetzen können. Pass auf, pass auf! Keine Pfeile mehr! Ich habe keine Pfeile mehr. Wieso? Ich bin gleich tot. Und ich kann erst in 10 Sekunden wieder heilen. Die Formel braucht ihre Weile. Ich bin umgefallen. Ah, tauschen. So. Nein. Oh, das wird nix. Aua. Na, wir haben es geschafft. Theoretisch. Oh, ich habe einmal was getroffen. Ich habe was getroffen. Und wieder. Nein. Ah, fuck. Ich wollte Nessie helfen. Und bin umgefallen. Jetzt ist es an euch. Du schaffst das, Derione. Spannend. Verfehlt, verfehlt. Ah. Mach ihn nieder! Heil dich! Kann ich nicht mehr. Meine ASP sind alle. Meine Sternkraft hat mich verlassen. Was entspannt ist. Typischer DSA-Kampf hier. Entschuldige die Hysterie. Oh, yay! Den habe ich gegeben. Moment. Mit diesem wunderschönen Klock. Magst du uns jetzt aufhelfen? Ja, ja, nee, erstmal den Gegner looten. Nein, ich habe mich gebückt, um dir aufzuhelfen. Okay. Jetzt. Dann helfe ich Nessie auf. Ich meine, böse Miene. Aber die Beute gehört wohl mir. Das ist ein Schlüssel, denke ich. Ja, dann nehmt ihn an euch. Gar nicht so. Es war ja nicht auszuhalten. So spannend war das. Das war wirklich spannend.
Wir sollten noch mal rasten, was? Hm. Oh, hier gibt's einen Dönerspieß. Oder wegrennen. Oh, Döner. Du bist dir nicht sicher, von welchem Tier es kommt, aber das Fleisch sieht köstlich aus. Das Skelett, das hier am Tisch gestorben ist, finde ich super. Seht ihr das? Ah, ja, ich sehe es. Ein vergessener Abenteurer. Oh. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir hier rasten. Riskieren wir das? Ja. Ja. Wir haben gerade den Anführer erledigt. Also eigentlich ist unsere Mission beendet, aber wir könnten... Wer ist die vierte Person? Also Achso, das ist gruselig. Wer ist die vierte Person im Raum? Ah! Ja, wer ist dieser vierte Typ mit dem grauen Mantel? Gut, jetzt haben wir aber diese Mission gelöst, aber irgendwie den Dungeon nicht so richtig erkundet, habe ich das Gefühl. Mhm. Wollen wir denn nochmal... Wofür ist der Schlüssel? Was war mit diesem Rätsel? Wofür war die Plattform? Der Schlüssel ist wahrscheinlich, um den Dungeon verlassen zu können. Aber... Wo seid ihr? Wir waren noch nicht überall, oder? Wir gehen gerade aus der Küche raus. Ja, ich weiß. Also ich bin schon nicht raus. Ohne mich! Wo bist du denn? Irgendwo. Was? Oh, da seid ihr. Puh. Ich spüre mehr Gegner in der Nähe. Tja, können uns nochmal. Ja, okay. Gehen wir nochmal zurück in den Raum, wo wir noch nicht waren. Mhm. Also, wenn, dann müsste hier irgendwas stehen, das wir auf die Druckplatte setzen können, damit dieses Gatter hochgeht, ne? Aber das passiert nicht. Man kann sich auch selber draufstellen. Ja, aber das hat ja auch nichts gebracht. Vielleicht ist sie nicht schwer genug. Ich probiere das mal. Nee. Oh, hier sind Pfeile und Bolzen. Die hätten wir gut gebrauchen können. Pfeile! Komm hier, Jasmine. In der Kiste. In welcher Kiste? Wo bist du? Ich bin von dem Raum mit dem Rad nach Süden gegangen. Ich habe hier die Tür aufgemacht. Jasmine. Ach so. Hier. Winken. Ah. Ich finde das bemerkenswert. Wenn man selber in dem Raum noch nicht drin war, ist er immer noch schwarz. Ja, weil eben dagegen gewotet wurde, hier reinzugehen, unsere Anführerin. Und wo ist die Kiste? Hier, bei der Säule. Warte, ich stelle mich daneben. Hier. Südlich des Tisches. Ah, jetzt sehe ich sie, vielen Dank. Mensch, das ist so neblig hier, da sehe ich gar nichts. Das Spiel findet jede Menge Ausreden, warum es keine Texte liefern muss. Wie zum Beispiel, der Schrift ist verblasst. Oder hier ist ein Tintenfass ausgelaufen, alles ist unleserlich geworden. Auf eine gewisse Art und Weise sehr kreativ. Ah, ein Goblin! Jetzt fallen die aber ziemlich gut hier. Das haben wir gerade irgendwie einen Run, ne? Ich sprich nur von dir. Mhm. Tinte. Schön. Kann ich immer gebrauchen. Hier sind. Ah, wir haben am Anfang diesen Raum hier völlig übersehen, dass es hier reinging. Ich habe hier noch einen Schlüssel gefunden, ein Gambeson und Geld. Wenn wir weitergehen, der nächste Raum ist voller Feinde. Oh. Die machen wir nieder. Das sind alles Goblins. Rondra ist mit uns. Aber... Na, wenn ihr das sagt. Allerdings tut alles weh. Dafür ist in dem südlichen Raum nochmal eine Schatzkiste. Mit jeder Menge Krempel drin. Ein Heiltrank, ein Zaubertrank, Pastillen gegen Schmerz und ein Türkis. Den nehme ich mal an mich. Mhm. Den Rest überlasse ich euch. Ich nehme den Zaubertrank.
Ich nehme die Pastillen gegen Schmerz. Dann nehme ich noch die Heiltränke vielleicht. Die habe ich jetzt aus Versehen auch schon genommen. Ist nicht schlimm, dann behalte sie. Gut, wenn wir weiter in die Richtung gehen, der nächste Raum ist voller Goblins. Ja. Vielleicht lassen wir das. Ach. Und hier ist eine Tür. Wollt ihr mal dran horchen, Frau Elf? Ich horche mal dran. Es ist still. Na dann. Ist eigentlich ganz heimlich, diese ganze unterirdische Anlage. Naja. Oh, ein Buch über die Schlacht von Saliet. Kann man sich nur so für Bücher begeistern? Oh, was ist das? Im Raum mit der Zwergenstatue spüre ich eine mächtige Präsenz. Du spürst in diesem Habt ihr das auch gehört? Eine mächtige Präsenz. Oh, jemand hat ihr Schischkebab geopfert. Ich schaue mir diese Zwergenstatue. Nein, vorsichtig. Wir können mit der Statue reden. Was? Beten. Du kannst. Ich bete jetzt vor der Zwergenstatue. So. Das war keine gute Idee. Na toll. Was zur Hölle? Was ist gerade passiert? Du hast eine Falle ausgelöst. Die 12 Götter finden es nicht gut, wenn wir vor Zwergengötzen beten. Aber Angrosch ist doch auch einer der 12 Götter. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Du bist der Geweihte. Erzähl du's mir. Riskieren wir das nochmal vor ihm zu beten? Nee, oder? Mach du mal. Der Text sagt nur, es ist Angrosch. Die legendäre Zwergen-Ikone. Meine Gebete bleiben unbeantwortet. Ich nehme mal an, das wird ausgewürfelt, was passiert, wenn man hier betet. Und ich hatte halt einfach mal wieder Pech. Ja, sollen wir vielleicht rasten? Gute Idee. Das ist vielleicht ein guter Raum zu rasten. Ich denke, wir können da noch gehen. Weil ich habe das Gefühl, die Rätsel in diesem Dungeon funktionieren nicht. Oder? Es ist also zumindest ein bisschen merkwürdig. Also wir haben da diese Kette gehört, die irgendwo was bewegt haben soll. Mhm. Wollen wir hier mal schauen, was hier ist? Ja, vielleicht gibt es irgendwo anders in diesem Anlage laufen. Noch eine weitere. Eine weitere Druckplatte? Ja. Es ist still auf der anderen Seite. Ein unheimlicher Luftzug lässt dich erschauern, Nein. als du die verlassene Schmiede betrittst. Von der Esse hallt leises Gelächter wieder. Es erscheinen immer mehr Skelette. Keine Munition mehr. Keine Munition. Es erscheinen immer mehr Skelette. Ja, ich bin schon dran. Ich habe die Esse... versucht zu schließen. Was sollen wir tun, Anführerin? Mit der Esse interagieren. Aber ich glaube, es kommen jetzt keine mehr. Ah, okay. Ihr habt es geschafft? Ja, ich habe mit ihr interagiert. Warum kommen die aus der Esse? Weil die einen Kamin hat nach oben? Hilfe! Ja, ich komme zu euch. Ah, es Was habt ihr gemacht? Weh. Ihr habt die Esse gelöscht, damit keine Skelette mehr erscheinen? Ich habe, glaube ich, irgendwo den Kamin geschlossen. Das ist ja merkwürdig. Ich sagte doch, der Raum wäre ruhig. Ja, das war ja auch. Sie erschienen ja auch erst, nachdem wir eingetreten waren. Das ist in der Tat sehr merkwürdig. Und was machen wir jetzt? Ich denke, wir verlassen diesen Ort, denn es wirkt so, als würde das nirgendwo hinfinden. Wir könnten höchstens nochmal hier rasten. Hier ist ein Lager in der Lagerfeuerstelle. Aber wenn wir gehen, ist es wohl nicht nötig. Wer weiß. Machst du diese Tür noch auf, oder? Ich weiß es nicht. Soll ich? Oh, ich trau mich nicht. Ich glaube, sie ist abgeschlossen.
Oh. Oh, oh, da kommt... Nee, doch nicht. Hä? Hm? Mir war so, als hätte ich einen Schatten hinter mir gesehen. Hier ist eine weitere Tür mit einer... Mit Gitter, die doch zum selben... Nein, die führt zu einem anderen Raum. Ist ein anderer Raum, ja. Oder? Ja, aber der schließt an den an, an den... Ja, und dazwischen ist eine Steintür. Sieht anders aus, als wir bisher hatten. Ich bin verwirrt. Dieser Dungeon verwirrt mich. Aber in diesen Raum kommen wir rein, von dem anderen Nachbarraum. Moment. Was tun wir? Ich gehe mal eben in diesen Raum rein. Oh, hier sind Goblins! Hier sind Goblins! Nein! Hilf Doriane auf! Ich bin dabei, ich bin dabei! Hier, komm! Oh, danke! Heil dich! Kann ich nicht mehr. Ich bin auch gleich tot. Wollen wir gehen? Wir könnten gehen. Also ich kann natürlich nicht gehen, weil ich fordere weiter. Ich gehe nicht einfach weg. Aber wenn ihr befehlt, dass wir gehen... Ja, Rückzug! Rückzug? Rückzug gescheitert. Wohin ziehen wir uns denn zurück? Zum Ausgang. Die folgen uns. Können wir die Türen zumachen hinter uns? Das weiß ich nicht. Nee, geh durch die Tür. Nein, jetzt habe ich mich mit hineingeschlossen. Geht ohne mich weiter. Ich bin nur eine Last für euch. Sehr tapfer von dir. Ah. Ich wollte mich nicht opfern. Soll ich zurückkommen? Die Goblins schneller als wir, das ist unser Problem. Und ich bin am Boden. Die überholen mich immer und dann... Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo es längst geht. Ich glaube nicht, dass wir den Dungeon abschließen können, wenn einer von uns am Boden liegt, aber okay. Dann komme ich sterbe aber auch gleich. Ich bin tot. Ja. Haben wir es wieder verkackt? Ja. Oh ja, wir haben es verkackt. Wir hätten es schaffen können, aber wir wollten den Dungeon erkunden. Flieht, ihr Narren! Und jetzt? Und Nessie ist auch raus? Nein, da ist sie! Ich bin hier. Also was lernen wir daraus? Wenn wir das Ziel erreicht haben, dann gehen wir. Ja! Aber das ist doch langweilig. Ja, ich war jetzt auch neugierig, ob diese Fallen und Rätsel irgendwie noch mit irgendwas zusammenhängen. Ja, ich dachte auch, da passiert irgendwie noch was Cooles und man kann irgendwie was Cooles entdecken, aber... Aber ich glaube, das war einfach random, oder? Dann war das nur irgendwie ein... Ich weiß es nicht. Windhauch und ein seltsames Lachen und eine komische Zwergenstatue. Also es hieß eigentlich, dass die Zwergenrätsel zum Beispiel nur auftauchen, wenn man Zwerge in der Gruppe hat. Also entweder funktioniert das nicht oder es war etwas, was wir auch anders hätten lösen können. Hm. Aber wie? Die Bunin schreibt, wir lernen mehr Bolzen oder Pfeile mitnehmen. Man kann doch maximal 20 Pfeile mitnehmen, glaube ich. Nein. Das kann nicht sein. Du kannst doch sicherlich mehr als ein Bündel einkaufen. Ja. Wenn ich genug Geld habe, schon. Oh. Ich habe 0 Silbertaler. Ich kann keine Pfeile kaufen. Ich habe 16 Silbertaler. Ich schaue mal, ob ich was dafür bekomme. Ich habe noch 42. Bolzen, Pfeil. Ein Pfeil kostet 1 Silber. Also ich glaube, es ist wirklich sinnlos, es ohne die volle Party zu spielen. Mhm. Soll ich mal Pfeile kaufen? Ich habe auch Pfeile gekauft. Ich glaube, habt ihr denn genug Rüstung an? Und hab sie rausgeworfen. Ich habe einen Gambeson an. Nein, ich hatte einen Gambeson an, aber den habe ich verloren, als wir aus diesem Traum aufgewacht sind. Ah. Was habe ich denn an? Moment, du hast durch das Scheitern der Mission deine Rüstung verloren, oder was? Weil ich sie erst in der Mission gefunden habe. Ah, okay. Ich glaube, ich habe eine Lederrüstung an. Ja. Und nun? Ich verkaufe mal ein bisschen Kram. Wo sieht man das eigentlich, was man ausgerüstet hat? Unter I wie Inventar. Mhm. So, ich habe gerade für 310 Dukaten Kram gekauft. Was soll ich denn noch kaufen?
Warum hast du so viel Geld? Ich habe Bücher mitgenommen. Die sind sehr, sehr wertvoll. Warte, warte. Und die sind in deinem Inventar geblieben jetzt? Weil bei mir ist alles verschwunden. Nee, die habe ich in der letzten Mission schon mitgenommen. Okay. Also ich könnte... also Pfeile haben wir jetzt genug. Ist das richtig? Ich hoffe. Sollen wir mal... Also es ist jetzt untypisch für meinen Charakter und das Problem ist, unser Rollenspiel ist behindert, voranzukommen, aber wir könnten Pfeilen kaufen. Oder Gifte. Braucht jemand eine bessere Waffe oder eine bessere Rüstung? Ich weiß es nicht. Ich könnte vielleicht eine Gambesorge brauchen. Bad Read, Grow Tall fragt, beim Scheitern einer Mission verliert man, was man gefunden hat, aber gewinnt nicht zurück, was man verbraucht hat. Doch, ich habe wieder zwei Lebenstränke und die hatte ich verbraucht, glaube ich. Wir sind jetzt ja, wieder da. Ja, und meine 20 verbrauchten Pfeile habe ich jetzt auch wieder zurück. Gambeson oder Lederrüstung, Maggie? Kostet gleich viel. Ich weiß nicht, ob ich eine Lederrüstung tragen kann, als Maggie. Okay. Regeltechnisch tust du es so, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kauf dir mal den Gambeson. Hat er keine Heiltränke? Doch, hier, Heiltrank. Ich habe mein ganzes Geld verballert. Ich habe jetzt noch 2 Dukaten. Was ist denn das Grüne, die grüne Währung? Was für eine grüne Währung? Grüne Währung? Ja, oben steht bei mir 2 Dukaten und 36. Ah, das sind deine Abenteuerpunkte. Ach so, okay. Ich schmeiß hier mal einen Sack mit Heiltränken hin und einen Sack mit dem Gambeson. Bedient euch. Gambeson! Sieht genauso aus wie meine anderen Klamotten. Ist aber besser. Hast du eigentlich mal rangezoomt? Mein Aussehen verändert sich aber übrigens nicht, egal was ich anziehe. Das will jetzt niemand diese Heiltränke haben. Dann nehme ich sie. Gut. Ja, nimm du sie mal. Ich find's übrigens geil, dass der Händler die Füße auf den Tisch hat. Und was machen wir jetzt? Ja, wir können noch mal eine andere Mission versuchen. Und aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Okay, was oder haben wir denn? Wir hatten wir lassen es hier gut sein. Den Wald mit Banditen und Goblins hatten wir schon. Die Untoten in der Höhle hatten wir schon. Dungeon- und Höhlenabenteuer mit Banditenbedrohungsstufe 2. Kann man sich aus dem Inventar eigentlich etwas in die Schnellleiste ziehen? Mhm, kannst du. Das funktioniert bei mir gerade irgendwie seltsamerweise nicht. Also wir können nur Sachen spielen, die wir schon mal gespielt haben oder eine Stufe 2. Nö. Oh. Wir müssten eins von den anderen schaffen, damit wir irgendwie vorankommen. Dann gehen wir doch mal in den Wald. Wird ja wahrscheinlich eh nicht lange durchhalten. Nee, wir schauen jetzt nur mal kurz rein. Wir haben ja gesagt, wir spielen eine Stunde und die ist auch gleich rum. Die recycelten Ladebildschirme sind schon sehr hübsch, ne? Aus den... Auf jeden Fall. DSA 5 Illus. Ist schon praktisch, wenn man sich da aus einem Fundus bedienen kann. So, wir sollen hier einen Zwerg retten. Die schmale Sichel Mardas taucht den dunklen Wald in ein düsteres Licht. Obwohl dich diese Finsternis erschauern lässt, kommt sie dir heute Nacht zugute. Tja, wo lang? Über die Brücke? Ja. Finde ich übrigens eine sehr schöne Karte hier mit der Schlucht. Ja. Vor allen Dingen, da unten ist noch ein Höhleneingang, aber man wird da nie hinkommen. Seht ihr das in der Schlucht? Ja. Ja. Yeah. Das ist auch irgendwie, die Karten haben es jetzt so, dass es immer einen Raum gibt, der feste Eingangsraum ist, weil diese Schlucht ist immer der erste Raum hier in diesem Gebiet. Erst danach ist es Zufall. Das ist der Zwerg, dessen Karren hier kaputt gemacht wurde. Und der 2W6 dabei hat und Pfeilspitzen. Bevor wir weiter rennen, würde ich gerne nochmal unsere Magierin buffen. Danke. Ich
fühle mich schon direkt besser, Jurgnaden. Und wenn wir noch 6 Sekunden warten, dann kann ich das auch mit der... Was bist du eigentlich? Jägerin machen? Kopfgeldjägerin. Kopfgeldjägerin. Jetzt bin ich ziemlich entrückt. Das ist doch schön. Super. Ich denke, es geht einfach nur zwischen den beiden Felsen durch. Oh, da steht eine Kiste. Mitten im Wald. Na toll. Ah, da war natürlich eine Falle dran. Aber dafür war auch ein Heiltrank drin. Sehr gut. Und da vorne sind Wölfe. Ich fürchte, die werden wir bekämpfen müssen. Wahnsinnig schnell, diese... Oh, das sind viele Wölfe. Ich treffe wieder nichts. Na doch. Ich bin schon ausgeschaltet, aber ich stehe noch. Ja, ich weiß nicht, warum du noch stehst. Grafikbug? Ja, weil ich gleichzeitig gezaubert habe, als ich ausgeschaltet wurde, bin ich, glaube ich, so einfach. Ach so, das ist nur ein Fehler in der Darstellung. Okay. Ja. Na, jetzt treffe ich doch an. Ist das alles Nessie, die alles wegballert? Kann das sein? Ja. Deswegen, dafür muss ich aber tanken. Ich denke, ich muss öfter provozieren machen, damit die mich angreifen. Mhm. Ich kann gleich nochmal heilen in 6 Sekunden. Und dann ziehe ich mir mal eine Heiltrankvergiftung zu. Eine Heiltrankvergiftung? Ja, indem ich einen nach dem anderen... Was? ...hier wegsaufe. Gluck, gluck, gluck. Das Problem für mich ist, dass die Sachen sich verstecken, provozieren, dass die nicht in dem Fertigkeiten... Den kannst du sicherlich dahin ziehen. ...in der Fertigkeitenleiste drin sind. Nee, das ist... Das ist hier links, links unten. Sehe, ja. Weißt du, was ich meine? Das hat jeder von uns, denke ich. Ja. Und deswegen übersehe ich die immer. Vielen Dank fürs Heilen. Dieser Balsam ist mir besonders gut gelungen. Oh, noch mehr Wölfe. Und Wölfe. Diese Wölfe habe ich jetzt provoziert. Funktioniert ganz gut bisher. Ich habe leider keine astrale Kraft mehr übrig, um euch zu heilen, Jurgnaden. Tja, bei nächster Gelegenheit rasten. Schätze. Wenn wir weiter geradeaus gehen, ist ein Lagerfeuer. Oh ja, lass uns dahin gehen. Kommt ihr auch mit? Ich musste hier die Yoruga einsammeln. Da sind Gegner. Wenn du da in deine Richtung gehst. Ja, jetzt hast du die Aggro von dem Ork gezogen. Welchem Ork? Hm? Ah, die habe ich nicht gesehen. Warum hast du das gemacht? Ich habe sie nicht gesehen. Also ich drücke ja ab und zu mal M, um zu sehen, ob da Gegner in der Nähe sind, weißt du? Und da ist er down. Wir schaffen das noch. Und da rennt der Goblin weg. Sehr gut. Und lass den runtergeweihten im Dreck liegen. Nein, ich kümmere mich doch schon. Ich Wo kommt das Schwein her? Aua, lass mich in Ruhe. Ah, immer diese Wildschweine. Immer diese wie Hunde jaulenden Wildschweine. Hast du es jetzt provoziert? Nein. Okay. Ich war gerade nicht so in so einer provokativen Stimmung, weißt du? Mhm, verstehe. Allerdings. Hier ist kein Lagerfeuer. Oh, aber die Karte sagt doch, hier wäre eins, oder? Ah, das hier, wo wir hier sind, das soll ein Lagerfeuer sein. Ah, das ist das Lagerfeuer. Doch, doch, hier. Da ist doch der Goblin. Ja, der muss weg, ne?
Das Lachen der Verzweiflung. Wir sterben hier auf dem Weg, auf der Suche nach dem Rastplatz, ohne irgendwas gerissen zu haben. Wir sind so scheiße. Ich bin übrigens handlungsunfähig. Ich stehe hier nicht zum Spaß rum. Bis auf Nessie. Du liegst bei mir nicht rum. Danke. Bitte. Danke, Jasmin. Können wir jetzt rasten? Schnell rasten? Ja, bitte, lass uns schnell rasten. Bitte. Heieieiei. Kriegst du auch auf Ausruhen? Ah, sorry. Ich habe ja gerade kurz in den Chat geguckt, das war ein Fehler. Immerhin. So, weiter nach Süden? Ja. Hier ist eine Schatztruhe. Ob die wieder eine Falle ist? Na, natürlich. Weißt du was? Ich hab hier drin. Willst du nochmal rasten? Warum hast du Schaden genommen? Ich hab Schaden genommen, weil ich zu nah dran stand, wahrscheinlich. Danke. Das läuft super. Oh, hier ist ein Schamane. Aua, ich brenne. Wo ist der Schamane? Er läuft vor uns weg. Er lockt uns wahrscheinlich in sein Nest. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich klicke auf den Schamanen, weil ich blind bin. Das war das erste Mal, dass mein Wuchtschlag funktioniert hat, während ich blind war. Gut gemacht. Ich bin immer noch blind. Wir sind trotzdem beeindruckt. Ja, ich bin selber von mir beeindruckt. Ich werde jetzt nur noch mit geschlossenen Augen kämpfen. Oh, da ist ein Wolf, ein Verletzter. Aber unsere Bogenschütze geht lieber plündern. Entschuldigung, Hunger. Wo ist denn dieser Wolf? Ich sehe diesen Wolf nicht. Da waren so saftige Äpfel auf diesem Karren. Der sitzt direkt links neben dir. Ich sehe ihn. Er hat mir nichts getan. Ich töte ihn trotzdem. Sicher ist sicher. Was ist das? Waren. Sackgasse. Kann ich mal eine Kiste aufmachen? Oh. Toll. Also wenn ich die Kiste aufmache, ist alles gut. Hier, schön. Pfeile drin, bedient euch. Pfeile! Und der kaputte Karren ist auch voller Pfeile. Das läuft doch gut für mich. Sprach sie und wurde... Immerhin für einen hier. Aha. Rennt nicht vor. Oh. Frau Maga. Wo seid ihr? Wir sind vorgerannt. ich sehe euch. Tatsächlich müssen wir nach rechts und wieder nach rechts, ne? Mhm. Sagt die Karte. Ja. Denn unser Missionsziel ist schon verzeichnet. Wenn ich das richtig sehe, sind die grünen Punkte... Achtung, Wolf. Wölfe, okay. Ich dachte, die grünen Punkte wären Freunde, aber es sind Wölfe. Vielleicht wären diese Wölfe möglicherweise Freunde. Ja? Also auf der Karte werden die als grüne Kreise dargestellt. Und offenbar heißt es, dass sie Gegner sind. Das ist verwirrend für mich. Aber die meisten Gegner sind rote Dreiecke. Ja, die meisten sind rote Dreiecke, aber diese Wölfe waren jetzt grüne Kreise. Ist unser Missionsziel außerdem Wölfe zu töten? Nein. Räuber! Ich bin nicht mehr blind, also mache ich keinen Wuchtschlag.
Tja, hier ist noch mal so eine Brücke. Oh, nett. Gehen wir da rüber? Diesmal mit Wasser drin. Ja. Aber ich glaube, die führt auch nirgendwo hin. Oh, hier ist eine Truhe. Das ist eine Kiste. Ich schaue sie mir diesmal vorher an. Oh, ein Silberring und Pfeilspitzen. Es geht hier doch weiter, aber ich glaube, hier sind nur mehr Gegner. Ne, hier ist gar nichts. Ich war der grüne Kreis in dem Fall. Okay. Knoblauch. Holz. Kiste. Die muss voller Beute sein. Ist sie auch. Ein Silberamulett. Pastillen gegen Schmerz. Ein Heiltrank. Cool. Und Sackgasse. Und Sackgasse. Ja, ich habe sie schon geleert. Mehr Knoblauch. Müssen wir wahrscheinlich eher nach Westen, vermutlich. Diese Karte ist ziemlich groß, ne? Westen? Oder? Und im Westen hatten wir bisher Osten, meinst du? Meine ich Osten? Kann sein. Ist ja nicht wichtig, dass ein Waldläufercharakter sich mit Himmelsrichtung auskennt. Probieren wir es doch mal hier. Oh, ein hohler Baustoff. Da ist ein Parfüm drin. Oh, wow. Sie wissen ja aus DS1, dass das Code ist für Heiltrank. Und hier ist ein Karren. Mit Pferdspitzen. Und ich höre ein Feuer brennen. Ich schätze, das Banditenlager ist in der Nähe. Mhm. Das heißt, jetzt kommt wieder der Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, wer mit denen verhandelt. Mhm. Was sagt denn unser Charakterbogen dazu? Das wird ja bestimmt irgendwie eine Probe auf Verhandeln oder Überzeugen oder sowas sein. Überreden habe ich zum Beispiel null. Ich habe Überreden auch null. Wo steht das genau? Mit C machst du den Charakter auf und dann auf die Hand klicken. Ah, auf die Hand. Mein Charisma ist immerhin 14. Mhm. Überreden 2. Oh, ich glaube, du bist dran. Oh oh. Ich habe sogar Pflanzenkunde. Wie bitte? Ich habe sogar Pflanzenkunde und Schlösserknacken. Alles klar, soll ich es versuchen? Ich versuch's mal. Ich denke, du bist unsere beste Chance, mit den Banditen zu verhandeln, falls das diesmal wieder möglich ist. Oh, vielen Dank für das Abonnement, Spezies 08. Ja, den kannst du ansprechen. Ja. Hallo! Wie geht's denn so? Überreden, euer Anführer will, dass wir den Gefangenen abholen. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt verschwinden? Verkackt. Tja, dann ist jetzt, sind wir wieder in der gleichen Lage wie letztes Mal. Ja. Schleichen oder kämpfen? Das sind 5. Mhm. Uns geht's nicht so richtig gut. Ja, vielleicht gehen wir erstmal noch zurück und rasten? Mhm. Verschwinden wir, tun wir das, was er sagt und kommen wieder. Genau. Wir fragen morgen nochmal. Wo rasten wir denn? In dem hohlen Baum? Das wollte ich gerade vorschlagen. Beim hohlen Baum, ja. Wie wär's, wenn wir direkt beim Ausgang rasten? Bei den Pferden? Ah, ja, wir könnten hier beim Ausgang rasten. Einige von uns stehen schon im... Warte, ich komme mal zu euch. Vielleicht funktioniert es dann. Ja, jetzt befinden wir uns im gleichen Raum. Da ist wieder die gruselige Gestalt mit der Kapuze. Gut. Also, versuchen wir es? Die Pferde haben sich ans angeschlichen, wenn wir gerastet haben. Okay, ich will euch kurz noch ermutigen. Lasst uns kurz beten. Lasst uns beten. Liebe Göttin Rondra. Okay, so geht's schon mal nicht. Das war verkackt. Liebe Göttin Rondra. Okay, ich probiere es nochmal. Diesmal versuche ich, die Söldnerin zu... die Kopfgeldjägerin zu... besser zu beten. Liebe Rondra, bitte hilf, damit die Söldnerin besser schleichen kann. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht
geklappt. Wer hätte das gedacht? Hast du schön ausgespielt, den Patzer. Mhm. Vorneweg sogar schon. Ja, dann probieren wir es wohl so. Hm? Ja. Wie wäre es, wenn unsere Bogenschützin den ersten Angriff macht? Jo. Ich kann auch. Mach nichts. Ich kann nur mal fragen. Hm. Ja. Bei mir hat's geklappt. Oh, hervorragend. Yay! Dann befrei doch mal den Zwerg. Hat das Rasten das zurückgesetzt oder hatte man mehrere Chancen? Das kann sein. Drosche im Fremde. Ich weiß nicht, welches Drachenwerk denen bei ihrem Überfall auf mich geholfen hat, aber ich wäre auch ohne die Hilfe von Abenteurern zurechtgekommen. Ja, da ihr aber schon mal hier seid, lasst uns gemeinsam aufbrechen. Übrigens, es ist einer der Räuber in seinem Inneren. Ja, das sehe ich auch gerade. Kommt der denn noch mit jetzt? Hier, Kommandant Feuerbart. Komm. Ja, der wird nichts tun, der wird da rumstehen, bis wir beim Ausgang sind. Ja, weil nämlich auch der schiefstehende. Weil der Söldner, guck mal, der steht da schief in der Luft und blockiert ihm den Weg. Aber ich glaube, dass der sowieso nicht mitkommt. War letztes Mal auch nicht so. Okay. Na, dann klicken wir einfach auf die Pferde und gehen nach Hause. Ja. Diesmal gucken wir uns nicht den Rest des Waldes an. Nein, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Gut, dass wir unsere Pferde hier vorher bereitgestellt haben. Muss noch jemand Drittes auf den Ausgang klicken und OK drücken. Ah ja. Ich war's. Yay, wir haben es nicht verkackt. Also noch sicher freigeschaltet. Wie bitte? Wir haben ein Abenteuer freigeschaltet, das Nest des Falken. Das ist leider das, was wir schon freigeschaltet haben. Oh. Neue Karten. Armbrüste plus eins, ja genau. Ich kann mir meine neue Karte kaufen. Ich habe mir einen Charisma-Bonus gekauft. Ja, du hast einen Charisma-Bonus als Karte gewählt. Gekauft hast ja, du noch genau. Nichts. Ich lerne jetzt neue Zauber. Magie klingt ja fast so, als hätte ich Spaß mit dem Spiel. Hast du Spaß mit dem Spiel? Mit euch zusammen, ja. Aber mit Ivy neulich. Das war scheiße. Oh. Oh. Mit Ivy hattest du doch auch Spaß. Ja, voll. Oh, ich habe Stangenwaffen plus eins, Bögen plus eins und Gewandtheit plus eins. Ist doch nicht schlecht. Wird GT-Star sagt im Chat, eigentlich müsste der Zwerg mitlaufen. Aber ich hatte ich bisher noch, also wir haben nämlich zumindest dreimal probiert. Zweimal haben wir ihn befreit. Mitgelaufen ist er bisher noch nicht. Aber ja, kann auch einfach bei uns ein kleiner Bug sein. Ist aber nicht schlimm. Ich kann jetzt Gift heilen und jemand anders mit Plumbumbarum belegen und langsamer machen beim Kampf. Ah, super. Das ist voll nützlich. Also ich glaube, eigentlich sollte der Zwerg auch mitlaufen, aber der war durch den anderen Söldner da komisch reingeblockt. Ja, kann sein. Und es hat gereicht, sozusagen das Häkchen gesetzt zu haben, dass die Tür offen ist. Ich meine, die Tür war auch schon offen. Also ich glaube, der Söldner ist, also so kann man das interpretieren, in vorauseilendem Gehorsam dahin, hat die Tür aufgeschlossen und wollte den Zwerg rausschubsen. Hat ihn dabei aus Versehen gegen das Hinbein getreten und deswegen konnte er nicht mehr mitlaufen. Deswegen war er auch verletzt. Plausibel, ja. Gut, wollen wir dann für heute Book of Heroes abschließen und dann mit Jade Empire weitermachen, nahtlos, mehr oder weniger? Mhm. Dann klinke ich mich hier mal aus und sage auf Wiedersehen und danke, dass ich mitspielen durfte. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das, Nessie. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Das ist korrekt, ja. Okay, ihr Süßen, dann macht's gut. Mach's gut, Nessie. Bis später. Dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Okay. Dann beende ich dieses Spiel mal, was? Ja, wenn du jetzt Lust hast, direkt mit Jade Empire weiterzumachen. Ich dachte, das war der Plan. So im Plan, genau. Ja.
Jetzt haben wir ein paar Missionen gezeigt. Ich denke, wenn wir nochmal reinspielen, dann höchstens, wenn wir tatsächlich ein bisschen weitergekommen sind, oder? Weil sonst wiederholt sich das doch. Sehen wir immer wieder dieselben Missionen. Wir haben ja gesagt, es ist kein Review, was wir machen. Es ist ein Preview-Let's Play. Wir klatschen also keine Wertung dran an das, was wir bisher gesehen haben. Das wäre jetzt auch verfrüht. Sowohl was die Version angeht, ich denke, da wird noch dran geschraubt, als auch was unsere Erfahrung mit dem Spiel angeht. Aber also mein einer großer Kritikpunkt jetzt gerade ist, dass die Sandalen echt scheiße aussehen, die meine Magierin anhat. Das ist dein größter Kritikpunkt. Nein, ich weiß nicht, wenn ich tatsächlich hier jetzt, wir wollen ja nicht sinnvolle Kritik üben, aber ich gebe zu, ich bin so ein Modeopfer, was Computerrollenspiele angeht und ich will, dass die Klamotten gut aussehen an meiner Figur und diese Sandalen sind das Letzte.